Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Cup of Architects. Mein Name ist Valle und mit mir dabei ist der Hausjumper. Hallo. Dieses Mal erklären wir euch die wichtigsten Grundsätze und Bestandteile des Bewertungssystems. Grundsätzlich läuft die Bewertung in jeder Runde bei der Jury sowie auch der Community komplett anonym ab. Dadurch wird garantiert, dass kein Teilnehmer bevorzugt oder benachteiligt werden kann. Da wir jedes Resource Pack erlauben, wird jedes Bauwerk im jeweils verwendeten Resource Pack bewertet. Um diese Bewertung fair für alle zu gestalten, haben wir ein System entwickelt, welches die Fairness trotz der teils drastischen Unterschiede in den Resource Packs garantiert. Die Bewertung wird in den jeweiligen Phasen folgendermaßen stattfinden. In der Qualifikation werden alle Gebäude durch eine kompetente Jury in allgemeinen und themenbasierten Kriterien bewertet. Jedes Jurymitglied vergibt zu jedem Kriterium eine Punktzahl von 1 bis 10. Für besondere Fähigkeiten kann in jedem Bewertungspunkt ein Zusatzpunkt erreicht werden. Rechnet man diese nun zusammen, kommen alle Jurymitglieder bei jedem Bauwerk auf eine Gesamtpunktzahl. Diese werden mit den Ergebnissen der anderen Jurymitglieder verrechnet. Daraus ergibt sich dann eine Gesamtplatzierung. Wie ihr schon wisst, werden die Teilnehmer in den Ausscheidungsrunden in Vierergruppen eingeteilt. Ab der Ausscheidungsphase ist es neben der Jurybewertung auch der Community möglich, die Bauwerke zu beurteilen. Hierbei ist zu beachten, dass das Ergebnis der Bewertung in einem Verhältnis von 3/5 Jury zu 2/5 der Community verrechnet wird. Wie bereits erklärt, werden in einem YouTube-Video jeweils die 4 Teilnehmer einer Gruppe zusammen vorgestellt. Nachdem ihr euch die Vorstellung der Gruppe angesehen habt, könnt ihr über die YouTube-Infokarte eure Bewertung für das in eurer Meinung beste dieser 4 Bauwerke abgeben. Nach Ende der Bewertungszeit hat auch die Jury 4 Plätze ermittelt, welche dann mit dem Ergebnis der Community-Bewertung verrechnet werden. Mit der Vergabe von Plätzen anstatt von Prozenten und Punkten wird garantiert, dass die Bewertung fair ist, egal wie viele Leute ein Video gesehen, geliked oder abgestimmt haben. Die Ergebnisse aller Gruppen werden nach dem Bewertungsende in einem gesonderten Video, in welcher noch einmal alle Bauwerke gezeigt und auch die Anonymität aufgelöst wird, vorgestellt. In der Finalphase bleibt das Bewertungsprinzip gleich wie in den Ausscheidungsrunden, nur treten hier immer 2 Leute direkt gegeneinander an. Falls ihr Fragen oder konstruktive Kritik habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren äußern. Wir sind gespannt auf euer Feedback und würden uns sehr gerne über eine positive Bewertung freuen. Falls ihr noch mehr erfahren wollt, erkläre ich euch in dem Video auf der linken Seite alles zu dem Ablauf des Projektes. Und wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, erfahrt ihr hierzu alles in dem Video auf der rechten Seite. Wir bedanken uns hiermit für eure Aufmerksamkeit und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Video wieder ein, in welchem wir euch alles Wissenswerte um die Bauthemen und die Auswahl derer erklären.